Willkommen zurück zu Kirby und das vergessene Land. Es gibt also doch einen Titlescreen, allerdings erst nachdem er das Spiel einmal gestartet hat. Hier im Hintergrund, da sehen wir die Waddle Dee-Stadt. Da habe ich beim letzten Mal aufgehört. Und das ist richtig cool gemacht. Man wird direkt in den Titlescreen abgesetzt. Die Waddle Dees kehren zurück. Langsam kommt wieder Leben ins Dorf. Ja, ich wollte mich hier ein bisschen umgucken, auch wenn es nicht danach aussieht, als könnte man schon viel machen. Aber wir holen uns schon mal ein bisschen Vorfreude ab, ja, was es später zu sehen gibt, wenn man so richtig viele Waddle Dees eingesammelt hat. Obwohl, sagen die gar nichts? Vor allem vom Rumstehen wird es nicht besser. Ah, ich dachte, man kann mit denen reden und die erzählen einem vielleicht ein bisschen was. Aber das tun sie nicht. Na gut, dann habe ich hier eigentlich überhaupt nichts verloren. Das hier ist das Kino, da kann man sich die Cutscenes nochmal angucken. Ja, wir können ja mal einen Blick reinwerfen. Aber das werde ich jetzt natürlich nicht machen. Sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Das lässt sich festhalten. Kann ich hier rein? Oh. Aber es gibt Plakate für den neuen Blockbuster Kirby und Elfin unterwegs im Grasland. Was ist bisher geschehen? Ein riesiges dimensionales Loch hat sich aufgetan über den Planeten Pop. Wie komme ich denn hier eigentlich jetzt wieder raus? Aus dieser Stadt. Ist das ein größeres Problem? Zum Hauptmenü will ich nicht. Ach hier, guck mal. Augen auf. Dieses Loch hat alles eingesaugt. Kirby, die Waddle Dees und auch große Teile der Umgebung. Aber die Waddle Dees lassen sich nicht unterkriegen und haben schon damit begonnen, eine neue Siedlung anzufertigen. Das ist bewundernswert. Allerdings sind sie noch ein bisschen in der Unterzahl. Deswegen müssen wir so schnell wie möglich so viele wie möglich davon retten. Komm schon, Kirby, lass uns die Waddle Dees retten. Ab durch den Tunnel ist das nächste Level. Und da gehen wir jetzt hin. Es wird dunkel, es wird düster, es wird gruselig. Ganz bestimmt. Wo versteckt sich Elfilin eigentlich? Verdächtig, wo der hingeflogen ist gerade. Kirby, das schwarze Loch. Hallöchen. Oh, ich mag wirklich, also ich habe es im ersten Part schon gesagt, aber die Kameraführung finde ich echt super nice. Gibt es schon einen Hinweis darauf, was es noch gibt? Nein, das ist immer versteckt, ne? Die drei kleineren Missionen, die man machen kann. Man erfährt nicht, worum es dabei geht. Feuer! Das hatten wir noch nicht. Ich kann sogar laufen und kleine... Wie groß ist das Feuer, das ich hier erschaffen kann? Relativ groß. Voll das Lagerfeuer, hätte ich doch nur ein paar Marshmallows mitgebracht. Oder Grillwürste. Ach, das geht! Quasi während des Rennens. Und Springens allerdings. Dann wird Kirby zum Meteor. Das ist eine ziemlich heftige Attacke, die gefällt mir. Das ist doch bestimmt eine Mission, oder? Ja. Ich hoffe, ich habe davon noch keinen übersehen. Wird schwierig, die im Nachhinein noch zu finden. Oh oh, das sieht gefährlich aus. Ich gehe mal ein bisschen auf Abstand. Ah, ein Schatz. Ja, damit. Kleines Secret gefunden. Was ist das eigentlich für Zeug hier? Ist das Beton oder Kohle? Zement? Wie grausam das einfach ist, diese Gegner zu verbrennen. Aber es macht trotzdem mega viel Laune. Oh, das sieht hübsch aus. Auch dieser Verschwommenheitseffekt im Vordergrund. Das ist ästhetisch sehr, sehr schön. Ha, der versucht das gleiche zu machen wie ich. Er kann es allerdings nicht so gut. Kirby ist immer noch der Beste. Das ist eine große rote Münze, die will ich haben. Ich bin noch nie in den Abgrund gefallen. Ich weiß nicht, was da passiert. In bisher allen Kirby-Games war es eigentlich immer ein Insta-Kill. Ah, ich dachte, ich kann vielleicht so ein Feuertornado oder sowas machen. Kriegt man eigentlich einen Hinweis, was man so alles machen kann? Nicht, ne? Früher hat man immer im Pausebildschirm nämlich angezeigt bekommen, was man mit den Fähigkeiten so anstellen kann. Ich fall bestimmt noch früher oder später in irgendeinen Abgrund. Das muss ich jetzt nicht absichtlich machen. Ist das hier immer der sichere Weg am Rand entlang? Das machen wir natürlich nicht. Da verpasst man ja die Hälfte. Entschuldigung? Machen Sie mal Platz. Ich bin nicht Arzt, aber trotzdem. Das hier sieht verdächtig aus. Ich will mich mal kurz vollstopfen. Mhm. Ach, in diesen Dingern sind immer solche Kapseln drin, oder was? Nee, das ist ein Schalter. Mhm. Ja, das Level gab es in der Demo nicht. Das ist komplett neu für mich.
Kirby, der Flammenwerfer. Das ist so cool. Was ist das denn für eine geile Kiste? Mit einem Waddle Dee drin. Du kannst direkt in die Stadt abhauen. Hier gibt's 4 auf normalem Wege zu finden. Okidoki. Wer hat wohl diesen Tunnel angelegt? Muss ja schon eine relativ weit fortgeschrittene Zivilisation gewesen sein. Also nicht die Menschen. Wahrscheinlich waren es aber die Menschen. Es sieht sehr menschlich aus, was hier so gebaut wurde. Tulpen öffnen. Da geht's nicht hin. Sieht irgendwie so aus, ne? Total. Aber man hat mich nur reingelegt. Sehr hübscher Lichteffekt. Man muss sich eigentlich schon anstrengen, um in den Abgrund zu fallen, weil man ja fliegen kann. Kann man eigentlich unendlich fliegen? In manchen Kirby-Games kann man es und in manchen nicht. Ah, man kann nicht unendlich. Okay, irgendwann geht ihm die Puste aus. Mag ich. Längliche Gordos? Habe ich noch nie gesehen. Hier ist auf jeden Fall so eine Lampe. Mhm. Ja, solche kleinen Secrets zu finden, das gab es zum ersten Mal in Kirby's Dream Land 3, was auch ein großartiges Spiel ist. Und das kam extrem spät im Lebenszyklus des Super Nintendos raus, sodass es kaum jemand gespielt hat. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Spiel. Ah! Ey, der hat ja doch einiges drauf. Ich will ihn mal mit so einer Meteorattacke treffen. Weil es cool aussieht. Einfach nur deswegen. Hm? Na, doch nicht. Das sah so ein bisschen Secret-verdächtig aus. Das hier ist eigentlich auch eine Attacke, ja, die Luft auszuspucken, wenn man gar nichts mehr zur Verfügung hat. Dann kann man das machen. Aber ich will vorerst noch mein Feuer behalten. Vor allem, weil es mir gute Dienste leistet und auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringt. Das war schon der 3. von 4. Juhu. Noch ein Schalter. Ja, die erste Kapsel. Die hat auf sich warten lassen. Wenn es denn überhaupt die erste ist. Vielleicht habe ich schon eine eingesammelt und es nicht gemerkt. Oder eine übersehen. Jetzt fast nur diese Gegner. Was das wohl lore-technisch bedeutet. Schon wieder diese Köter. Oh, war das Spiegeleier? Sachen sind alle so lecker. Und Kirby schluckt sie einfach runter, ohne drauf rumzukauen. Kriegt ja gar nicht den Geschmack mit. Oh! Das habe ich jetzt zum Beispiel perspektivisch nicht richtig wahrgenommen. Da kommen wir noch drauf. Gordos sind natürlich unverwundbar. Die kann man nie zerstören. Egal, wie sehr man sie anstrengt. Da oben ist die letzte Laterne. Gut, die waren einfach zu finden. Und das sind solche Blöcke, die man zerstören kann. Folgen wir den Münzen. Das ist bestimmt keine dumme Idee. Ich finde das mega niedlich gemacht, da unten die Tür. Weil in den 2D-Kirby-Games sind das ja auch immer solche Türen mit Sternen drüber. Und die mit den 3 Sternen sind immer so ein bisschen wichtigere Türen. Es ist so niedlich, dass sie das hier ebenfalls umgesetzt haben. Reißbällchen, immer her damit. Waddle Dee Nummer 2. Stellt euch mal vor, ich würde einen übersehen. Der wäre ja unfassbar traurig. Pschiu. Ah, wir kommen aber noch nicht ins Freie. Sondern immer tiefer hinein. Was? Ach, das war eine Schraube. Die einfach weggekickt. Sieht so aus, als könnte man eine Stampfattacke machen, aber das ist kein Spiel, in dem man Stampfattacke macht. What? Das wollte ich gar nicht, aber ich bin so von der Kante runtergefallen. Kann man hier was sehen? Oh, Moment, das will ich mir erst angucken. Wenn man so ein Seil entzünden kann, das hat normalerweise immer eine Bedeutung. Und endet in der Kanone, genau. Da ist dann immer die Challenge, was wird einem sogar angezeigt. Das Seil zu entzünden und dann in die Kanone zu gehen. Bevor das Seil da ankommt, das hat ein ganz schönes Tempo drauf. Das ist auch so ein typisches Kirby-Dingens. Das gab's schon seit langer Zeit. Ich hab's geschafft. Am Ende hat sich das Seil sogar nochmal Zeit gelassen. Dieser Dickschädel. Hallo Waddle. Ja, jetzt wäre es natürlich eine Herausforderung, jedem einzelnen Waddle Dee einen Namen zu geben. Ich glaube, darauf verzichte ich mal. Ach, guck mal, das ist ja super nett. Hat man sogar wieder abgesetzt. Und Kirby nimmt eigentlich nie Fallschaden.
sondern landet einfach auf seiner weichen Birne. So, wie sieht's denn aus? Eine letzte Mission gibt's noch. Was könnte die denn sein? Ich halte Ausschau. Kann es sein, dass ich bisher keinen Gegner am Leben gelassen habe? Das ist das Leiden in den Flammen zu ersticken. Vollstopfen, das Ding? Okay, machen wir mal. Weiß nicht, was draus werden soll. Umfallen? Ha, das, ich kann das hier hinstellen. Was ist denn umfallen? Ist wahrscheinlich so eine Art Attacke, oder? Wie das aussieht. Kirbys ausdrucksloses Gesicht noch dazu. Sehr nice. Aha! Ach, guck mal, das kann man kaputt machen. Das habe ich gar nicht realisiert. Ja, dann. Ich dachte, ich muss irgendwie die... Ich will das haben. Die Treppe da so hinstellen, damit ich da rüberlaufen kann. Aha! Jetzt macht das alles wesentlich mehr Sinn. Boom, ich kann sogar die Richtung wählen, in die ich umfallen will. Und mir die Rübe anhauen. Die Wand? Mit der ist was nicht in Ordnung. Haha! Ich kann mich nur seitlich vorwärts bewegen, wie so ein Krebs. Mhm. Jetzt könnte ich durchaus mal in den Abgrund fallen. Voll geplättet. Du auch? Alle wollen... Ja, der wird nicht geplättet. Aber ich will mal kurz hier hoch. Jetzt kann ich endlich das machen, was ich vorhin schon vorhatte. Schlupp! Nice, ein Stein. Die... Hat man auch... Oh, das habe ich noch nie gemacht. Das ist so eine Art Ausweichrolle. Fühlt sich an wie ein Smash Brothers. Nur extremer. Das ist nice. Aber, was ich eigentlich ausprobieren wollte, ist... Ob er diese Sliding-Attacke hat, aber ich habe sie jetzt im Moment nicht hingekriegt. Ich habe eine Münze ausgelassen, tut mir wahnsinnig leid. Wieso versuchen sie es überhaupt? Was ist das? Kirby durchgestrichen? Hm. Vielleicht bedeutet das, dass ich hier meine Treppe mal kurz parken sollte. Weil da drüben ist auch schon wieder eine Kanone. Hätte ich die Treppe lieber mal dahin gestellt? Hm, ja. Machen wir es so. Den Zettel da haben sowieso die Gegner erstellt wahrscheinlich. Und ich achte auch noch drauf. Ich möchte nicht umfallen, sondern einfach nur die Treppe hier hinstellen. Ah, hat gereicht. Oh, oha, oha, so einfach ist das gar nicht. Hm. Ich darf das Seil nicht einfach blockieren. Wie machen wir es denn stattdessen? So? Sollte... Nein. Sollte eigentlich reichen, wenn es funktionieren würde. Aber er spuckt es halt nach vorne aus, ne? Das ist das Problem. Hm. Ich kann mich nicht umdrehen. Ich stelle das Ding jetzt einfach hier hin. Das wird ja wohl kein Problem sein. Ist zwar nicht so schön, obwohl jetzt, wo ich es mir so angucke... Ich gebe meinen Irrtum zu. Mal wieder versucht, es schön zu machen und dabei war es nur kompliziert. Bamski! Oh, das hat sich aber gelohnt. Ein Waddle Dee und zwei Schatztruhen. Puff! Leckere Münzen. Wohl weiß nicht, ob die so lecker sind. Und noch mehr leckere Münzen. Mhm. Sehr schön. Da unten ist ein... Oh! Da unten ist ein Feuer-Power-Up und hier könnte man sich aber auch den Bumerang abholen. Naja, den Bumerang haben wir schon im ersten Level benutzt. Ich bleib mal beim Feuer. Ah, endlich wieder im Freien. Frische Luft. Ich lasse den Gegner jetzt mal in Ruhe hier. Hier könnte man sich das Schwert nehmen. Das Spiel will, dass man sich was anderes holt als das Feuer, habe ich das Gefühl. Und man kann das Gras verbrennen. Wow! Das war nicht übel versteckt.
Naja, dann habe ich ja in Zukunft noch mehr Dinge, auf die ich achten muss. War's das etwa? Nein, ich habe die letzte Mission nicht erfüllt. Ha. Aber das kann ja alles Mögliche sein. Zum Beispiel besiege alle Gegner. Das war's wohl nicht. Na dann, werde ich das wohl hierbei belassen müssen fürs Erste. Wäre natürlich nice, wenn man nach Abschluss des Levels gesagt bekommt, was die Missionen waren, ne? In irgendeinem Kirby war das auch so. Oh, das ist so cool. Das finde ich richtig nice. Entferne das Gesucht-Poster! Ich hab's noch die ganze Zeit angeguckt und bin nicht auf die Idee gekommen, es einfach zu verbrennen. Was haben wir hier? Den Kugelstopfer Kirby. Kirby erhielt Zugriff auf den Vollstopfmodus, nachdem er den Wirbel passierte. Ist irgendwie immer der gleiche Text, oder? Für die Vollstopfsachen. Mund auf, Kuppel rein und dann so lange drehen, bis sie mit einem Plop aufspringt und ihr Geheimnis preisgibt. Was sich verbirgt? Nun, das muss Kirby selbst herausfinden. Ist auf jeden Fall 3 Sterne. Das hier ist nur 2 Sterne. Wer will das denn? Das verkaufe ich. Und das hat noch nicht mal einen Text. Wahrscheinlich haben wir nur die Sache mit 3 Sternen einen Text. Setz dir die grüne Mütze auf, greif zu deinem Schwert und kämpf dich durch die neue Welt. Durch Aufladen kannst du deinen Hieben noch mehr Kraft verleihen. Trophäenbeschreibung und Tutorial in einem. Hi! Ach, da ist ja noch ein Level. Ich dachte, das geht direkt zu diesem, ich weiß es nicht, Urlaubshotel, Einkaufszentrum. Mhm. Oh, und da gibt's sogar noch mehr Sachen. Das sieht aus wie... Die geretteten Waddle Dees haben ein neues, seltsames Gebiet entdeckt. Die Straße der Schätze. Vielleicht warten dort ja seltene Items auf dich. Also nichts wie hin. Klar, die Waddle Dees können warten. Wir müssen die nicht unbedingt retten. Wir suchen erstmal nach Schätzen. Das machen wir auf jeden Fall. Kugelsteinstraße nennt sich dann das nächste Level. Was ist das? Bombenschatz. Triple Strike. Schalter im Visier. Her damit. Unbedingt wissen, was das ist. Eine Art Extra-Challenge für ein bestimmtes Power-Up. Total die Mario Odyssey-Vibes. Okay. Und ich hätte da selber nicht hingekonnt, oder wie? Egal, wir bowlen. Ah, Gegner! Damit haben wir nicht gewettet. Das ist ja eine coole Idee. Ja, Pech gehabt. Wenn man hier besonders schnell sein will, müsste man natürlich an den Gegnern vorbeikegeln. Oh, da sind auch schon welche, die ich nicht so einfach aus dem Weg schießen kann. Achtung. Ups, falsche Richtung. Und natürlich dürfen die auch nicht fehlen. Einer hat überlebt. Sehr schön. Was ist das denn für ein herrlicher, seltener Stein? Bestzeit 39 Sekunden. Zielzeit 30 Sekunden? Mit anderen Worten, ich habe versagt. Muss ich direkt nochmal machen. Vielleicht kriegt man ja was Besonderes dafür, wenn man das schafft. Aha. Cool. Keine Ahnung, was ich damit machen kann, aber es wird bestimmt noch irgendwann erklärt. Oder? Vielleicht sind es ja die Spezial-Items, die man fürs True Ending braucht. Mhm. 30 Sekunden stelle ich mir jetzt irgendwie ziemlich anstrengend vor, wenn ich ehrlich bin. Nein! Voll daneben! Spam die Bomben! Ist das dein Ernst? Jetzt kann ich es eigentlich schon vergessen. Wie ich daran vorbeikegel, ist ja nicht normal. Und den habe ich auch noch nicht getroffen. Okay, nochmal. Komplett, ey. Boah, die sind aber auch hart zu treffen, Mann. Genau diesen Winkel zu erwischen. So will ich nicht starten. Nicht direkt schon am Anfang komplett alles vermatschen. Okay. Fast wäre ich zum falschen Podest gelaufen.
Au! Was ist das für ein riesiger Explosionsradius? Den will ich auch. Tu es! Okay. Vielleicht doch lieber den in der Mitte zuerst. Ich habe nur noch 6 Sekunden. Wie soll ich das hinkriegen? Sterbt! Ah, das hat nicht gereicht. Wegen ein paar Hundertstel. Heftig. Aber das mache ich jetzt so lange, bis ich es geschafft habe. Ey! Der ist nerviger, als man denkt. Ich wünschte, man könnte irgendwie stehen bleiben und werfen. Und nicht gleichzeitig in die entsprechende Richtung rennen. Ich habe noch 6 Sekunden. Der Typ hier interessiert mich nicht. Ich hab's geschafft. Ja, man braucht ein bisschen Übung. Das gibt 50 Münzen. Im wilden Modus geschafft. Hört sich gut an. Ja, ganz am Anfang des Spiels konnte man auswählen, ob man online spielen will und auch, ob man den vereinfachten Modus haben will oder eben den wilden Modus, was der normale Modus ist. Und den habe ich ausgewählt. Der Bombenschatz ist mein, aber auf der anderen Seite gab es noch mehr, nämlich den Bumerangschatz. Dafür hat man eine ganze Minute Zeit, ist wahrscheinlich dann aber auch umso heftiger. Das gefällt mir. Ich mag es immer, wenn man in so Jump'n'Runs zwischendurch mal eine Abwechslung kriegt und was anderes machen darf. Oha, da geht's lang. Diese eine leuchtende Platte hat mich ignoriert. Nee, nicht ignoriert. Irritiert. Ach, nicht getroffen. Was ist hier überhaupt mein Job? Diese Dinger zu sammeln? Alles klar. Oh no. Wo will die Plattform denn hin? Ich habe nicht damit gerechnet, dass die so weit fährt. Wow, das wird ja nie gebacken. Und der Bumerang ist zu kurz. Definitiv. Aber wenn ich mich nicht irre, dann kann man die Power-Ups später noch irgendwie aufmotzen oder sowas. Komm her, du. So. Ich glaube, 10 Sekunden sind es noch. Mit 3 Minuten bin ich gestartet. Kann das sein? Das wäre aber dann wesentlich einfacher gewesen. Ha! Tatsache. Ja gut, die Arena war halt ein bisschen komplexer dafür, ne? Super. Okay, bevor ich nicht mindestens 50 Waddle Dees habe, muss ich nicht in der Stadt nochmal vorbeigucken. Deswegen geht's jetzt ins nächste Level. Dann gibt's hier noch eins und das hier. Das ist dann der Boss, den ich wahrscheinlich auch schon kenne aus der Demo. Kugelsteinstraße. Auf geht's. Das ist immer gut, wenn sie in der Demo schon den Boss spoilern, kann man davon ausgehen, dass es noch einige weitere coole geben wird. Und der war auch schon ziemlich cool. Aber ich verrate mal noch nichts. Kann ich das verbrennen? Da wart... Oh, ein Hinterhalt. Seht ihr den? Da kommt er auch schon. Tja, hat sich nicht gut genug versteckt. Ich habe seine Präsenz erspürt. Muss ich jetzt alles Gras verbrennen, was ich jemals in meinem Leben finde? Oh, ist der niedlich. Oh, der könnte allerdings eine Fähigkeit haben. Und? Ja, hat er. Ah, man kann den Schwung mitnehmen. Und so ein bisschen rollen. Das ist ja supi. Mhm. Kann man damit auch Wände hochklettern? Was ist da? Oh, was ist das denn? So macht man einen Hinterhalt, Leute. Wie unfassbar grausam das schon wieder ist. Aber ich liebe es. Respawnt der? Ich erkenne immer noch nicht, wo bei dem sein Gesicht ist. Der hat einen Bart, ne? Das ist so eine Art Hund. Ist 3 Snacks von Baumstümpfen?
Wie heftig. Bam. Ziemlich overpowerte Fähigkeit. Mhm. Hier ist noch ein Baumstumpf mit einem Snack. Und das ist schon der zweite von drei. Das Schild ist sehr freundlich, folgen wir ihm mal. Kann man Schilder nicht zerstören? Sie wackeln, aber sie gehen nicht kaputt. Und da sind auch endlich die namensgebenden Rollfelsen. Die sehen aus wie direkt aus Breath of the Wild. Da oben steht Link und versucht Crocs zu sammeln, weil da unten irgendwelche Löcher sind, wo die Felsen rein müssen. Wer ist stärker? Oh, wir sind beide unverwundbar. Er hat gewonnen. Nicht übel, Kollege, nicht übel. Den hier ran. Ha. Kann man vielleicht doch irgendwie an der Wand klettern? Ich wüsste nämlich nicht, wie ich da rankommen soll. Ansonsten. Ist definitiv zu hoch. Vielleicht muss man erst von da drüben hochklettern. Erschlag mich nicht! Y halten, dann loslassen. Ah! Ach so, das wär der Typ gewesen. Moment. Gar nicht realisiert, dass der vielleicht eine Fähigkeit haben könnte. Kirby hat eine Knarre. Jetzt ist es soweit. Deswegen ist das Spiel ab 6 und nicht ab ohne Altersbeschränkung. Kann ich mir sogar vorstellen. Die sind doch so krank. So, jetzt will ich aber hier lang fliegen zu diesem Block. Mhm, geht's vielleicht sogar noch weiter? Hier rein zum Beispiel? Möchte erkunden, ohne erschlagen zu werden. Oh, hier werde ich nach unten gedrückt. Okay, weiter geht's nicht. Boom! Ja, das macht ihm nicht sonderlich viel. Kann man auch zielen? Man kann zielen. So hätte man es gemacht, ne? Ja, jetzt ist es natürlich zu spät. Waddle Dee gerettet! Checkpoint geht direkt nach oben drauf. Ja, die Knarre behalte ich jetzt natürlich. Die ist ja übelst episch. Sehr viele Steine. Schon wieder Super Mario 64. Watch out for rolling rocks. Mhm. Das zeigt mir den nächsten Safe-Spot an. Obwohl, so safe ist das gar nicht, den Münzen zu folgen. Ein bisschen würde ich ja auch gerne mal plattgewalzt werden. Einfach nur, um es zu sehen. Was ist das? Secret? Hm. Entdecke auf deinem Weg bergauf den Seitenpfad. Ey, das hat sogar Auto-Aiming. Ich hab's genau gespürt. Das zählt aber nicht als Snack vom Baumstumpf. Ist auch kein Baumstumpf. War eine dumme Frage. Öffnen Sie die Schleusen! Meine Sammlung wird immer mächtiger. Okay. Wahrscheinlich habe ich nichts übersprungen. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus und hoffe. Der fällt tatsächlich physikalisch unkorrekt da auf diese Kante. Wer ist schneller? Das Duell. Moment, was ist das denn? Hätte ich jetzt fast übersehen. Oha! Rote Türen sind immer so kleine Challenges. Finde ich echt cool, dass sie so viele Sachen aus den Kirby-Games übernommen haben. Warum auch nicht, ne? Ah! Muss man hier schnell sein? Oder vielleicht überhaupt erstmal treffen? Das ist wahrscheinlich schon die erste Herausforderung. Mhm. Double Hit! Supi! Was war das denn für ein komischer Burger? Habt ihr das auch gesehen? Der war rot. Krabbenburger. Waddle Dee Nummer 2. Hier unten? Ach, da war die Fähigkeit. Das ist natürlich sehr nett. Ja, in den älteren Kirby-Spielen konnte man durchaus häufiger mal auf die Situation treffen, dass man irgendwo ein Power-Up hätte mitbringen müssen und dann die Challenge nicht machen konnte oder durfte, weil man halt kein Power-Up oder ein anderes Power-Up dabei hatte. Und dann musste man das Level nochmal spielen. Was schon ziemlich nervig sein konnte. Ha! Das ist es! Milch. Der letzte Snack. Ich weiß auch nicht, was ich gegen Schilder habe. Irgendwas. Persönliches muss das sein. Wow, als die Kamera das gemacht hat, wusste ich schon, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Oh, die lasse ich einfach da stehen.
Ich will sehen, wie sie gekillt werden. Oh oh. Ja, dafür haben wir jetzt aber keine Zeit. Bye. Der Waddle Dee gönnt sich hier einen Hotdog. Mhm. Der Felsen ist jetzt runter in den Tunnel gefallen, wo wir gerade herkamen. Dosen! Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich hier mit einer Knarre rumlaufe. Aber da kommen nur Sterne raus. Bomben? Nein. Oh, der überlebt sogar einen Schuss. So haben wir nicht gewettet. Ich dachte gerade, da steht PUBG drauf. Ah, warum kann man da rüber springen? Zu viel Neugier. Das will ich haben. Ich glaube, die Autosections sind immer so der pure Spaß, oder? Tschum! Mhm, da unten ist Wasser. Weiß nicht, ob ich die Felsen einfach über den Haufen fahren kann. Ich riskiere es mal lieber nicht. Natürlich ist hier die Gefahr sehr groß, irgendwas zu übersehen, aber ich habe im Fenster was erhascht. Na, hier fährt man sowieso durch. Was zum... Ach, hier geht's gar nicht weiter. Was ist denn das überhaupt? Eine Art... Lehrerzimmer? Gut, dass wir es über den Haufen gefahren haben. Mehr Felsen. Und da ist das Ziel. Kann es sein, dass ich schon wieder eine Zielbedingung ausgelassen habe? Manometer. Ach nee, da ist sie. Fahre, ohne in den Abgrund zu stürzen. Ich hab's geschafft im allerletzten Moment. Und sogar noch eine Kugel mitgenommen. Hatte ich jetzt 3 oder 2? Eigentlich will ich nur aussteigen die ganze Zeit und krieg's nicht hin. Ziel erreicht! Ja, ah, das ist so niedlich, Mann. Ah, ich krieg einen Zuckerschock. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt nochmal kurz ins andere Level zurück und hole mir da die Zielbedingung auch noch. Hätte ich nämlich fast vergessen. Bombenblock. Bouncy. Das ist ein halber Kirby-Kopf auf einer Feder. Das ist mir noch nie aufgefallen. Das ist irgendwie schlimm, oder? Das ist schlimm. Ausflug ins Ambelen-Center. Was ist denn eine Ambele? Macht's gut. Und noch mehr Challenges. Den werde ich mich aber in diesem Part nicht mehr stellen. Dafür gibt's jetzt noch die Zielbedingung. Hier. Ihn ab durch den Tunnel. Ich sage immer noch Zielbedingungen, ich werde mir das wahrscheinlich nicht abgewöhnen können. Und da drüben ist es ja auch schon. Ich bin einfach nochmal durchgerannt, habe alles ignoriert, zumindest das meiste. Das ist der Vorteil von 3D-Games. Man kann einfach an den Gegnern seitlich vorbeilaufen. So. Weg mit dem Schund. Entferne das Gesuchtposter. Geschafft. Kann ich den Abschnitt jetzt verlassen? Abgeschlossene Missionen werden nicht gespeichert. Okay, das heißt, man muss das Level nochmal abschließen. Na gut. Ja, ich habe die Treppe vergessen. Aber das Ziel war ja direkt um die Ecke. Okay, dann spielt es keine Rolle, ob eine Mission irgendwie am Anfang von einem Level übersehen wird oder ganz am Schluss, weil man es sowieso nochmal komplett abschließen muss. Das reimt sich sogar. Alles klar, Leute. Dann verabschiede ich mich für diesen Part und im nächsten sehen wir uns dann wieder zum, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, Albelen-Center. Erstmal diese einzelne Waddle, die noch weggeflogen werden muss. Ambelen Center, genau. Ich freue mich drauf. Bis dahin, Leute. Ciao.